Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Rare Valley. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 30. Meine Lieben, wir sind das letzte Mal zum Stahlwerk wieder gefahren und haben jetzt beide DH4 hier stehen. Und unsere Mission, beziehungsweise das, was ich jetzt vorhabe, ist es, mal wieder kurz zurück zu unserem Begleitwagen zu fahren, um unseren Rucksack endlich wieder zu entleeren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich muss nochmal nachschauen. Doch, Ghetto Blaster, Kassetten habe ich alles dabei. Gut, und genau. Ja, das ist der Plan, meine Lieben. Ich würde sagen, die eine Lok lassen wir tatsächlich erstmal ausgeschalten. Ich denke, die müssen wir nicht zwangsläufig mit benutzen. Wir nehmen sie aber, glaube ich, trotzdem mal mit für den Fall, dass wir dann bei OVC oder bei der Farm oder wie auch immer, je nachdem, wo wir uns den nächsten Auftrag holen, falls wir da wieder einen längeren Zug haben, beziehungsweise einen großen, großen Auftrag. Vielleicht können wir auch wieder was kombinieren, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Wie ihr seht, haben wir gerade ziemlich früh am Morgen. Ich habe kurz geschlafen, bevor ich dieses Video gestartet habe. Wir haben gerade 4:45 am Morgen. Und das trifft sich eigentlich ganz, ganz gut, denn mir wurde ein Vorschlag gemacht. Und zwar geht es da so ein klein wenig um die Atmosphäre im Spiel. So, hier ist die Elektronik noch an. Hier machen wir mal die Handbremse kurz auf. Diese Lok lasse ich aber mal ausgeschalten, genau. Und zwar wurde mir ein Vorschlag gemacht, was so ein bisschen die Atmosphäre betrifft. Und zwar, mal abgesehen von der ganzen Innenraumbeleuchtung und hast du nicht gesehen, könnte ich tatsächlich auch mal was anderes probieren. Und auf diese Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Ihr kennt ja die Idee hier mit dieser Laterne, hier mit diesem schönen Kerzenlicht, sage ich jetzt mal, das natürlich auch schön aussieht und irgendwie atmosphärisch echt schön ist und das Ganze, aber es wurde ein Vorschlag gemacht, auf den ich niemals gekommen wäre. Also definitiv nicht. Auf diese Idee wäre ich niemals gekommen. Und zwar wurde mir gesagt, ey, probier das Ganze doch mal mit der Zugschlusslaterne aus. Das gibt nämlich ein schönes rotes Licht im Innenraum, was tatsächlich auch noch weniger blendet als das normale Licht, vor allen Dingen bei Nachtfahrten. Und ja, also auf diese Idee, wie gesagt, wäre ich niemals gekommen. Aber so im Großen und Ganzen tatsächlich, doch, irgendwie hat das was. Aber hier hinten bringt es, glaube ich, nicht ganz so viel. Deswegen stelle ich die Laterne doch mal hier auf. Und ich würde sagen, bevor es jetzt gleich richtig, richtig hell wird, machen wir doch gleich mal los. So, hier sind die Sicherungen noch alle an. Das ist sehr schön. Das heißt, den Motor können wir direkt starten. Wunderbar. So, wir stellen auf rückwärts. Bremsen sind alle offen. Sehr, sehr schön. Licht vorne, Licht hinten, Beleuchtung, Instrumenten machen wir natürlich an, Scheibenwischer brauchen wir nicht, Sandstreuer brauchen wir nicht. Gut, dann können wir direkt losmachen hier. Jetzt müssen wir nur ein klein wenig rückwärts fahren und danach fahren wir dann vorwärts hier wieder runter aus dem südlichen Ausgang raus. War das der südliche? Ja, genau. Aus dem südlichen Ausgang des Bahnhofs raus. Deswegen habe ich jetzt mich in diese Lok hier gesetzt. Und tatsächlich, wie gesagt, also irgendwie, dieses Licht hat definitiv was. Das erinnert so ein klein wenig an Aethys 2 mit der roten Innenraumbeleuchtung vom Scania oder so zum Beispiel. Je nachdem, was für ein LKW man fährt und was für eine Innenraumbeleuchtung man sich da reinpfeffert. Aber das hat schon was. Definitiv. Also vor allem Dingen jetzt, wo wir hier in einem sehr, sehr dunklen Abteil des Bahnhofs sind, sieht das schon sehr, 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 sehr cool aus. Also vielen Dank für diesen Vorschlag, den mag ich tatsächlich irgendwie sehr, sehr gerne. Ist auf jeden Fall cool. Also, wie gesagt, ich wäre auf diese Idee niemals gekommen. Ich weiß nicht. Also, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt gehabt. Ich bin in meiner Denkweise leider ein klein wenig eingeschränkt anscheinend. vor allen Dingen, wenn ich am Aufnehmen bin und gleichzeitig am Spielen und Labern und hast du nicht gesehen. Doch, dann ist definitiv meine Denkweise sehr stark eingeschränkt. Meine Schränkweise ist sehr stark eingedenkt. Ja, genau, das wäre fast beim ersten Mal rausgekommen, aber ist auch in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so für Aufträge finden werden. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal zu unserem Begleitwagen fahren, machen dann mal den Rucksack wieder leer. Mir wurde auch gesagt, dass das höchstwahrscheinlich bei mir ein Bug gewesen ist, dass das Zeug überhaupt hier im Fundbüro gespawnt worden ist. Denn sobald man nämlich etwas zu Hause oder im Begleitwagen liegen lässt, bleibt das normalerweise auch da liegen.
Das ist natürlich ein bisschen strange. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch, dass mir das passiert ist. Ich wusste es auch noch nicht, ob es jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Aber ja, mir wurde gesagt, es scheint wohl irgendwie ein Bug zu sein, was natürlich jetzt ein bisschen doof ist. Ich hoffe, dass es vielleicht das einzige Mal war, dass das tatsächlich vorgekommen ist. Und ich hoffe, wenn ich da jetzt nochmal aus Versehen irgendwie auf dieses Knöpfchen im Fundbüro kommen sollte, ich hoffe, dass mir dann das Zeug nicht wieder dorthin spawnt. Wenn doch, dann liegt das vielleicht irgendwie an diesem Savegame. Dann ist das ganze Savegame mit diesem Bug wohl betroffen. Und naja, wenn es so ist, dann ist es halt eben so. Aber lassen wir uns überraschen. Und wir werden dann auf jeden Fall schauen, nachdem wir alles abgeladen haben, werden wir, wie gesagt, mal kurz zur Farm zurückfahren. Schauen dort mal, was es für Aufträge gibt tatsächlich. Aber ich glaube, ich werde dann höchstwahrscheinlich trotzdem weiterfahren zu OVC. Zum zentralen Ölfeld. War das das zentrale Ölfeld, OVC? Oil Well Center? Ich glaube doch, das passt, ne? Ich glaube, das war so. Ist ja auch egal. Und dort schauen wir dann mal nach einem wieder einen richtig schönen großen Auftrag, ja? Mit ein bisschen Gefahrgut. Gefahrgut sind wir jetzt tatsächlich nicht viel gefahren, seitdem ich die Lizenzen habe. Wir haben jetzt auch die zweite Gefahrgutlizenz mittlerweile. Es gibt noch eine, die wir auf jeden Fall noch freischalten müssten. Ansonsten sieht es mit den Lizenzen bisher eigentlich ganz, ganz gut aus. Wir haben nämlich schon fast alle. Es gibt nicht mehr viele. Und ich habe mir dann gedacht, wenn wir dann irgendwie einen Auftrag machen bei OVC, gucken wir, dass wir vielleicht so in Richtung Maschinenfabrik oder vielleicht hier zu IMW kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was IMW ausgesprochen war oder ausgeschrieben war. Wir haben hier nämlich nochmal zwei Gleise, die wieder ins Nichts führen. Ich habe da nämlich die Hoffnung, dass dort irgendwo dann die letzte Garage sein wird. So, jetzt muss ich hier vorne nochmal die Weiche umstellen. Wir dürfen ja auch mit 60 km/h drauf fahren. Wir sind knapp bei über 50 km/h. Sollte also kein Problem sein. Wunderbar. Es sieht auch wieder so ein klein wenig regnerisch aus, ne? Es ist wieder Morgennebel am Start hier. Aber ja, lassen wir uns davon jetzt mal nicht ablenken oder so. Ich hoffe, da hinten ist alles in Ordnung. Naja, ich denke mal. Wie gesagt, Elektronik ist ja an, mitbremsen sollte sie auf jeden Fall. Stimmt gar nicht. Die Lok wird ja auf jeden Fall mitgespeist, dann von dieser Lokomotive mit Druckluft. Das heißt, ja, tatsächlich, mitbremsen sollte sie auf jeden Fall problemlos. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut. Und ja, es sollte also keine großen Probleme mit sich führen, das Ganze. Ich bin mal gespannt, was es hier für Aufträge dann bald geben wird. Wie gesagt, den Begleitwagen werde ich jetzt auch noch zu Hause ein bisschen stehen lassen. Denn ich habe mir gedacht, gerade so für die Optik und so alles, macht der Begleitwagen irgendwie bei der Dampflok am meisten Sinn. Jetzt überlege ich gerade, die Dampflok können wir aber nicht per Funk steuern. Was bedeutet, dass der Begleitwagen, ich meine, der hat ja natürlich den Vorteil, dass wir mit dem Begleitwagen eine höhere Funkreichweite haben. Das heißt, es würde eigentlich, so sinnlos wäre das gar nicht, wenn ich den Begleitwagen schon mitnehmen würde. Ne? Aber trotzdem, irgendwie gehören für mich diese Oldschool-Begleitwagen irgendwie an diese Dampfloks an. Ich finde, an so modernen Loks hatte jetzt nicht unbedingt was zu suchen, irgendwie. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich würde sie... Nee, ich lasse sie stehen. Komm, ich lasse sie jetzt noch ein bisschen stehen. Ich bleib mal bei meinen Plänen. Warum geht's denn hier eigentlich so langsam vorwärts hier? Geht das hier so steil hoch? Ich habe jetzt leider nicht mehr drauf geachtet. Aber es sieht so danach aus, ne? So, und 700 Meter kommt dann die Weiche zu unserem Häuschen. Da setzt auch schon die Kühlung wieder mit ein. Beziehungsweise die zweite Stufe von dem Lüfter. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an jeden, der hier Kommentare hinterlässt und mir immer wieder neue Informationen mit hinzuschreibt, die ich mir durchlesen kann. Ich lerne da echt viel von euch und das ist super, super, super lieb von euch. Und natürlich nicht nur die ganzen Informationen, die ihr da lasst, auch die ganzen kleinen Kommentare, den ganzen Support, den ihr mir da lasst. Das war jetzt wieder für die letzten Videos
super, super toll von euch und es macht einen Heidenspaß, mir eure Kommentare durchzulesen und ich danke euch allen da draußen für diese wundervolle Zeit, die ihr mir hier beschert. Das macht echt einen Heidenspaß und das ist wirklich, wirklich super schön von euch. Also danke, danke an alle da draußen. So, und dann schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt natürlich auf die DE6. Die DE6 wird die nächste Lokomotive sein, für die wir uns die Lizenz kaufen. Und ich glaube, mir wurde gesagt, dass die DE6 so im Generellen hier im Spiel, wo die stärkste und größte Lokomotive ist. Ich finde natürlich optisch dennoch die S282 noch beeindruckender tatsächlich. Gerade so die alten Dampfloks, das ist nochmal irgendwie eine ganz andere Kategorie, definitiv. Und ich halte mir das Beste halt eben für den Schluss auf, sozusagen. Wir haben dann aber neben der großen Dampflok und der DE6 definitiv noch die BE2, die wir entdecken müssen. Und dabei geht es dann halt eben um die letzte Garage, die wir noch entdecken müssen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass die Garage wirklich irgendwo an diesen zwei... wie soll ich denn sagen, an diesen zwei Zipfeln sind, die ich euch kurz auf der Karte gezeigt hatte. Müsste ja eigentlich so sein. Ich kann... Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Nee, ich lasse diese Lok weiterhin laufen. Ich hatte jetzt gerade im Kopf, die Lok hier auszuschalten und dann die hintere wieder anzuschmeißen, aber ich würde sagen, wir können auch rückwärts einfach wieder runter zur Farm fahren. Weil unten an der Farm müssten wir dann sowieso... Da fahren wir mit dieser hier dann wieder vorwärts. Also, ja, doch, passt das. Ich wechsle deswegen jetzt nicht nochmal die Lok. So, dann ab zum Begleitwagen. Und dann, würde ich sagen... Oh doch, hab ich doch gut geparkt hier. So. Dann lassen wir das Zeug aus dem Rucksack mal hier. Ich könnte eigentlich auch nochmal schnell Kaka machen. Nee, lieber nicht. Ich habe kein Klopapier dabei. So, ich habe mir gedacht, in diese Kiste packe ich die Lizenzen rein. Ah, jetzt müsste ich... Ah, ja gut. Moment mal. Jetzt müsste ich sowieso erstmal kurz wieder das Zeug switchen und dann orientiere ich das alles nochmal neu mit ein. So, wie gesagt, hier packe ich die Lizenzen erstmal rein. Dann sortiere ich mir das alles gleich wieder. So, lege ich sie rein? Ja, oder? Ich könnte sie auch einfach nur reinschmeißen, aber das ist irgendwie nicht so schön. Ja, okay. Huch! Aus Versehen auf die F-Taste gekommen, das wollte ich nicht. So, dann fangen wir mal hier nebendran nochmal einen Stapel an. Oh, hier mitten rein da. Lizenz zum Rangieren. Manuelle Wartung, Gefahrgut, irgendeine Lokomotivlizenz. So, dann haben wir nur noch eine Handvoll Lizenzen. Dann kann ich mir aber gleich den Ghettoblaster und alles hier schon mal mit reinmachen. Das lassen wir auch da. Und ich glaube, den Rest nehme ich tatsächlich einfach alles mit, ne? Das würde schon Sinn machen. So, dann packen wir das doch gleich hier mit rein und da mit drauf und na, ein bisschen gerade hier so. Und die parkt man dann einfach mal so hier mitten drin, oder? Können wir doch machen. So, dann sind die Lizenzen auf jeden Fall schon mal verstaut. Jetzt muss ich gerade nur mal gucken. Ich glaube, die Kassetten packe ich mir hier irgendwo in eine Schublade rein. Ah, vielleicht nicht unbedingt die oberste. Hier vielleicht die... Hallo? Jetzt. In die mittlere vielleicht. So, dann kann man die Schublade wieder schließen. Na toll. Oh nein. Okay, das sieht ein klein wenig buggy aus irgendwie. Moment, ich probiere es nochmal. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Okay, dann vielleicht doch nicht... jetzt zu. Vielleicht hier unten rein? Warte mal, was ist denn, wenn ich die tatsächlich... Wow, jetzt komme ich ganz durcheinander hier. Nicht so.
Ups. So vielleicht? Okay, ja, das hat leider denselben Effekt. Oh, komm schon. Ich hoffe, dass das dann bei den Lizenzen hier keine Probleme gibt. Wenn das Ding dann irgendwie am Fahren ist. Na gut, komm, dann knallen wir die Kassetten jetzt einfach hier mit dazu. Eins, zwei, drei. Du kannst ruhig zugehen. So, und den Ghetto-Blaster, den haue ich mir dann irgendwo hier aufgeräumt rein, oder? Mal gucken, ob der hier reinpasst. Oh, der passt. Aber als wäre dieser Platz tatsächlich hierfür gedacht, irgendwie. Ist doch schön. Cool, okay. Wer weiß, was wir noch so alles finden werden. Und mit was wir unsere Caboose, unser Begleitwagen noch so alles schmücken können. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt, ey. So. Alles klar, komm, dann geht es jetzt erstmal wieder zurück zum, Dingenskirchen, zur Farm. So, mittlerweile kann ich, glaube ich, die Lampe auch wieder einpacken. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. So, dann packe ich mir ja generell alles mal wieder hier hin. So, dann den Bahnhofsplaner, die Karte, die Schaufel kann ich tatsächlich erstmal da lassen. Mein Geldbeutel, die Uhr, Feuerzeug. Ja, die Taschenlampe lasse ich, glaube ich, mal da. Ich wurde ja schon gefragt, warum ich so selten die Taschenlampe benutze, aber ich finde die Laterne tatsächlich einfach ein bisschen sympathischer. So, und theoretisch müsste ich doch jetzt nach vorne rot machen und nach hinten hin weiß. Hat das jetzt funktioniert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Ja, sieht so aus. Gut, ich hoffe, dass hier hinten alles gut geht. Die Weichen müssen wir jetzt keine mehr umstellen bis zur Farm runter. Aber sobald wir an der Farm sind, fahren wir wieder in diese Richtung raus. Also tatsächlich wieder vorwärts. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal in dieser Lok. Wäre ja jetzt irgendwie idiotisch, die hier abzuschalten, die andere anzuschalten und dann unten an der Farm schon wieder zu wechseln. Das wäre, glaube ich, ein bisschen umständlich. Ist ja jetzt auch nicht so wild hier. So, wir haben kurz nach 8 am Morgen, das heißt, wir haben den ganzen Tag noch Zeit für uns. Spannend, was wir hier heute machen werden. Auf jeden Fall ist es geplant, irgendwie einen Auftrag zu machen und dann vielleicht, wer weiß, wo es uns hin verschlagen wird, vielleicht finden wir dann am nächsten Bahnhof, wo wir dann ankommen werden, mal wieder eine S060 und dann könnte man nochmal irgendwie einen Rangierauftrag mit der machen oder so. Und ich bin mir fast sicher, dass wir dann mit dem Geld vielleicht sogar langsam hinkommen, dass wir uns dann nochmal irgendwie eine Lizenz kaufen oder so, vielleicht schon direkt für die DE6. Keine Ahnung, lassen wir uns mal überraschen. Da müssen wir jetzt dann sowieso erstmal schauen, wie es wie es so klappt und so alles, ne? Ist ja ganz klar. So, hier geht es ja wieder bergab. Minus 3%. Und 60, glaube ich, ist hier Maximum erlaubt. Ja, 60. Wie schnell fahren wir denn gerade? Oh, wir werden immer schneller. Ah, jetzt könnte ich nochmal die dynamische Bremse ausprobieren. Die bremst die zwei Loks auf jeden Fall schon mal ganz gut runter. Aber natürlich geht die Temperatur mit hoch. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ist auch irgendwie seltsam, hier rückwärts runterzufahren, während man eigentlich, also während man nicht vorne sitzt, und sich auch ständig umdrehen muss, um an die Bedienelemente zu kommen. Das ist schon irgendwie seltsam. Da unten scheinen auf jeden Fall ein paar Waggons zu stehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass ich höchstwahrscheinlich doch zu OWC weiterfahre und dann von dort aus einen Auftrag annehme. Jetzt muss ich gerade nochmal husten. Dabei habe ich das Licht tatsächlich verstellt.
Spitzensignal 1 reicht, glaube ich, auch. So, da ist dann 40 angesagt. Das bremsen wir dann aber mal mit der Lokbremse ab. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch langsam langsamer werden. Ja, doch, das klappt doch. Wir halten trotzdem mal ganz kurz bei der Farm an und schauen uns wenigstens mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es da ja auch was Interessantes. Wir haben ja bei der Farm noch keine einzige Tour angenommen irgendwie, was auch ein bisschen schade ist. Bisher haben wir dort, glaube ich, nur Waggons abgestellt. Aber ich glaube, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir von dort aus mal was geholt haben tatsächlich. Was ja natürlich schon ein klein wenig schade ist. Vor allem diese Farm mit den ganzen Aufträgen und so, das gibt's, glaube ich, auch noch nicht so lange. Das müsste irgendwie das vorletzte größere Update gewesen sein oder so, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Also zumindest gab es das auf jeden Fall schon, als ich mit diesem Spiel angefangen habe. Aber ich meine, dass das Update mit der Farm oder so irgendwann mal ein paar Wochen davor dann kam. Wie gesagt, ich kann mich leider auch nicht mehr so richtig dran erinnern. So. Schauen wir mal. So, Bahnhofsbürogebäude ist relativ am Anfang der Einfahrt vom Bahnhof. Das heißt, wir müssen auch nicht weit reinfahren. Dann schauen wir uns dort mal kurz um. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dort wohl mindestens einen sehr, sehr lukrativen Job geben wird mit diesen ganzen Traktoren. Also wenn das ein einziger Zug ist, dann bringt er bestimmt auch einiges an Geld ein. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser Auftrag dann zur Maschinenfabrik oder so muss. Und natürlich kann man hier auch Vieh transportieren. Ach, guck mal, da steht sogar eine DM3. Um Gottes Willen, so ein Ding bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr gefahren, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mit der DM3 noch klarkommen würde heutzutage. Das letzte Mal ist ja mittlerweile auch schon ein paar Wochen her. Ah, doch, doch, ich glaube, ich würde damit tatsächlich doch noch klarkommen. Irgendwie, irgendwo. Doch, 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 doch. Bin mir ziemlich sicher, dass das klappen würde. So, dann halten wir mal hier gleich an. Da hört man auch schon die Hühner. Schafe habe ich, glaube ich, auch schon gehört. So, und sobald wir zum Stehen gekommen sind, gehe ich natürlich auf neutral. Den Motor lasse ich trotzdem natürlich laufen. So, Türe lasse ich dieses Mal sogar auch offen und dann sprinten wir mal ganz kurz zum Bürogebäude. So, hier gibt es auch ein paar Schweine. Das Einzige, was ich jetzt so noch nicht gesehen, aber gehört habe, sind tatsächlich die Schafe. Da hinten stehen Kühe, da sind die Hühner. Ah, naja. Ist ja auch egal. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben hier einen Leerzug. Dann haben wir hier zwei Rangieraufträge. Rangier, Rangier, Leerzug. Oh, liefere Baumwolle. Ah, der muss vorbereitet werden. Der kam aus der Maschinenfabrik. Okay, der wird also nirgendwo hin weitergehen tatsächlich. Das ist ein bisschen schade natürlich. Ja, ich würde sagen, das sieht relativ mau aus irgendwie. Das wären insgesamt, also die kann man natürlich beide sehr gut kombinieren. Einmal Baumwolle und einmal Wolle für beides für Warenfabrik und Stadt. Beides mit jeweils 76 Minuten Zeitbonus. 152 Tonnen auf der rechten Seite und 128 Tonnen auf der linken Seite. Beide Züge gleich lang. Naja. Ja, dann würde ich sagen, komm, dann fahren wir tatsächlich zu UWC weiter. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Und dann schauen wir mal, was es dort drüben geben wird. Hallo, meine Schöne. So. Ab die Post hier.
Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Der Tag ist kurz. Wir nehmen so viel Tageslicht mit, wie nur irgendwie geht. So, und da OWC ja auch nicht wirklich weit weg ist, brauche ich gar nicht so schnell zu fahren tatsächlich. Ich meine, es sind nur irgendwie ein, zwei Kurven oder so und dann kommt tatsächlich auch schon der Bahnhof von OWC. Das ist ein bisschen schade, dass es jetzt dort am Landhandel, dort an der Farm tatsächlich nicht allzu viel gab, irgendwie an Aufträgen. Ja. Schade, schade, schade. Aber so ist es halt. Kann man machen nix. So, da hinten ist auch schon das grüne Blinklicht. Das Bahnhofsbürogebäude von OWC. Und dann bin ich mal gespannt, was es hier so alles gibt. Bisher noch gar nichts, aber die Waggons sollten gleich reinploppen ins Bild. Oder auch nicht? Ah doch, da sind sie doch. Da sind sie doch hier reingeploppt. So, dann bremsen wir mal ab. Desto früher ich zu stehen komme, desto weniger weit muss ich eventuell rückwärts fahren. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir dann wahrscheinlich eher aus nördlicher Richtung rausfahren. Oder? Werden wir ja sehen. Ich kann ja jetzt noch nichts... sagen. Ich weiß ja noch nicht, welche Aufträge es gibt. Logischerweise. So! Schauen wir mal. Also hier auf B6S, da steht auf jeden Fall schon mal einiges da. Das wäre doch mal interessant. Müssen wir jetzt erstmal nachschauen. So. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Einmal rangieren, nochmal rangieren, rangieren und noch einmal rangieren. Ansonsten hätten wir hier Lebensmittelfabrik und Stadt. Hier haben wir Hafen und Stadt und nochmal Hafen und Stadt und nochmal Hafen und Stadt. Na toll. Was haben wir denn hier? Rohöl, 585 Tonnen. Hafen und Stadt. Rohöl. Ja, da wären wir bei gut 1500 Tonnen insgesamt. Ein klein wenig mehr sogar. Das wäre schon interessant, aber ich will ja eigentlich gucken, dass ich irgendwo hier in diese Richtung mal komme, um die letzte Garage abzuklappern. Und so wie ich mir das gerade auf der Karte angucke, ich weiß nicht, ob das nur so aussieht, aber dieser Zipfel hier unten, das hier, der sieht ein klein wenig breiter aus. Also da sind noch so ein, zwei Pixelchen links und rechts mehr als bei diesen Zipfelchen. Ah, wobei hier auf der linken Seite ist auch ein Zipfelchen. Das ist wirklich nur so ein Pixel breit. Nee, davon kann ich nicht abhängig machen, wo was ist jetzt tatsächlich. So, Lebensmittelfabrik und Stadt, das wäre hier oben FF, ne? Wie viele Tonnen sind das? 546 Tonnen. Methan. Da kommen mir gerade böse Erinnerungen. Das ist nämlich der Bahnhof, an dem ich... den kleinen Unfall hatte mit dem ersten Entgleisen, war das Folge 24 oder so, irgendwas in diesem Dreh, glaube ich, oder 21, ich bin mir nicht mehr sicher. Da wollten wir aber so rumfahren. Ich meine, das hat ja dann auch irgendwann geklappt, aber mit Schwierigkeiten, mit großen Schwierigkeiten. Ich würde sogar fast sagen, es würde sogar Sinn machen, wenn wir so rum dahin fahren. Vielleicht gibt es an der Stahlfabrik sogar etwas, was wir mit diesem Auftrag hier kombinieren könnten. Das könnten wir uns zumindest mal anschauen. Eventuell sogar bei CSW oder so. CSW war die Südweststadt. Ich weiß nicht, ob es da was für die Food Factory geben würde. Ich würde eher sagen, dass es wahrscheinlich andersrum wäre. Von der Food Factory für CSW. Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
Wie mache ich das denn, dass ich tatsächlich, macht das Sinn, jetzt so rumzufahren, abzuchecken, ob es da vielleicht sogar nur ein Leerzug von mir aus, das wäre jetzt auch nicht so wild, dass wir da mal rüberfahren, dann laden wir dort ab und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, dass wir vielleicht von hier aus was für IMW finden oder vielleicht sogar MF. Weil dann könnten wir tatsächlich diese zwei Zipfelchen abklappern gehen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen die nächste Mission irgendwie. Ja, dann kommen, dann machen wir das doch mal so. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich schlau ist, aber ich mach's jetzt einfach so. Ach, verdammt, ich muss erstmal Gebühren bezahlen natürlich. Ah, wo ist der Mülleimer? Ah, was haben wir denn alles zu bezahlen hier? Ach nee. Jetzt muss ich echt die Wartung erstmal bezahlen. Aber warten will ich, wenn dann eigentlich manuell, ehrlich gesagt. Oh, schönes Auto. Jetzt ist gerade nur die Frage, kann ich hier überhaupt manuell warten? Wo bin ich hier nochmal? Bei OWC, ne? Ich kann warten. Oh, ich zahle doch nicht da die 24.000 Dollar oder was der mir jetzt gerade verlangt hat. Das wäre ja absolut bescheuert. Warum kann ich den Auftrag jetzt nicht direkt annehmen? Warum muss ich jetzt tatsächlich die beiden Loks erstmal warten? Das ist doch irgendwie ein bisschen doof. Ging das vorher nicht? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade. Ich hätte irgendwas verpasst oder sowas. Bin mir nicht sicher. Naja. Dann ist es halt eben so. Jetzt muss ich mir das nochmal ganz kurz anschauen. Wir fahren jetzt gleich hier einfach durch und dann rückwärts. Genau. Und dann kommen wir hier an die Wartungsstation. Okay. Mir fällt ja auch gerade noch was anderes ein. Wenn ich den Auftrag tatsächlich annehme, ich habe jetzt nämlich nicht drauf geguckt, wie viel Restzeit, beziehungsweise wie viel Zeit wir dafür hätten. Aber hier nochmal einen Umweg zu machen und hier nochmal zu schauen, nochmal mit ankoppeln eventuell und. Ich weiß nicht, ob das dann von der Zeit her langt. Ich hoffe schon. Ich meine, mit dem Zeitbonus hatten wir bisher ja noch nie wirklich großartige Schwierigkeiten gehabt. Eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja trotzdem ganz gut funktionieren sollte. Oder funktionieren wird. Wäre halt irgendwie nur ein bisschen doof, nur mit einem einzigen Auftrag da hochzufahren, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen. Gab es zufällig an der Farm nicht etwas für die Lebensmittelfabrik und Stadt? Ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wenn da was Blaues dabei gewesen wäre, dann würde ich mich daran, glaube ich, gerade erinnern können. Sagte er und kann sich kaum an irgendwas erinnern, tatsächlich. Ist jetzt gerade nur ein bisschen doof, von hier aus das Ganze zu steuern, muss ich ehrlich zugeben. Mir wurde aber auch gesagt, selbst wenn diese vordere Lok gerade nicht mitläuft, kann ich aus dieser Lok trotzdem diese hier mitsteuern? Bin ich gerade vielleicht zu schnell unterwegs? Ah, das hat doch geklappt. Das hat doch geklappt. So, die fährt vorwärts, logischerweise. Tatsache, es funktioniert wirklich problemlos. Obwohl diese Lok hier ausgeschalten ist, das ist schon irgendwie lustig. Das ist schon irgendwie sehr, sehr. Wie soll man sagen? Das ist schon. Ah, Kacke. Ah, Kacke. Das wird doch niemals funktionieren hier. Ich muss, glaube ich. Ah, die beiden Loks muss ich separat warten, so wie es aussieht. Ich glaube kaum, dass beide Loks auf die Drehscheibe passen. Wir probieren es mal. Wo ist denn hier überhaupt dann das Gleis zum Warten?
Habe ich den Plan jetzt falsch gelesen oder bin ich gerade bescheuert? Moment mal. Wir sind jetzt hier auf der Drehscheibe. Doch, hier müsste es ein Wartungsgleis geben. Wo ist denn das? Ach, da. Ah, okay. Ich verstehe. Oh Gott, das reicht doch niemals von der Länge. Können aber noch ein klein wenig... Och, da geht ja noch einiges an Strecke. Das reicht doch bestimmt auch gerade so, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Das wird doch gerade so reichen. Ach ja, ich muss die Bremse noch aufmachen. Komm, das wird doch gerade so reichen. Da muss ich die schon mal nicht auseinander koppeln. Ups. Ach, hör auf. Als ob das wirklich funktioniert. Ui. Meine Fresse, seit wann geht denn die Drehscheibe so ab? Das ist ja der Wahnsinn. So. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass das funktioniert hat, das ist ja der Wahnsinn. Aber auch wirklich gerade so, ne? Also... Noch ein klein wenig länger hätten die Loks echt nicht sein dürfen. Habe ich jetzt... Habe ich die Tür zugemacht oder aufgelassen? Ach, ist eigentlich wurscht. Ich glaube, ich habe sie offen gelassen, oder? Ja. Ich habe sie offen gelassen. Aber wie gesagt, das ist nicht allzu wild. So, hier neben uns haben wir dann übrigens eine DE6 stehen. Für die wir aber leider noch keine Lizenz haben. Das wird dann aber auch bald kommen. Definitiv. So. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das wirklich reicht. Also mal absolut gar nicht. Oh komm, bitte zum Stehen. So. Ich glaube, nach dem Warten werden die Loks sowieso komplett zurückgesetzt. Ich glaube, deshalb kann ich mir das sparen mit der Handbremse und dem ganzen Gedöns. Wir warten das Zeug jetzt erstmal. Ach, Kacke. Ich komme doch niemals mit dem Schlauch bis dahin. Ach, ich Vollidiot. Mal gucken, vielleicht reicht das aber ja. Was haben wir denn jetzt hier ausgewählt? Die 064, das ist diese Lok hier. Dann machen wir doch die zuerst fertig. So. Öl. Die kann ich doch wenigstens auch betanken. Oh, Sprit wollen sie auf jeden Fall echt viel haben, ne? So, das Ganze kostet uns etwas mehr als $5.200. Vielen Dank für die Rechnung. So, dann ziehen wir hier mal wieder den Stoppel raus. Den Stoppel. Macht ja auch Sinn. So, dann steigen wir ganz kurz hier ein. Nee, halt. Nee, das mache ich nicht. Aua. Das mache ich so rum, weil die vordere Lok ist ja jetzt gerade frisch betankt. Ah, ist da die Handbremse jetzt zugegangen? Ich glaube ja, ne? Oh, entschuldigt bitte. Nee, die ist trotzdem offen. Das hätte ich mir das jetzt auch gerade echt sparen können. Nochmal, komm. Ja, jetzt aber. So, dann setzen wir doch gerade nochmal ein paar Meter zurück, damit wir auch diese Lok hier betanken können. So, das sollte jetzt auch schon reichen. Weil dann muss ich nämlich aus dieser Lok gerade keinen Sprit verbrennen. Theoretisch hätte ich sie jetzt natürlich auch laufen lassen können, aber wer betankt denn schon Fahrzeuge bei laufendem Motor? Das macht doch kein Mensch, oder? Ich glaube, bei PKW an der Tankstelle ist das sogar verboten, meine ich. Ich bin mir da nicht, ehrlich gesagt, sicher, aber vielleicht weiß das ja jemand. Man könnte ja meinen, mit meiner abgeschlossenen Berufsausbildung als Kraftfahrer könnte man denken, dass ich das wüsste, aber ich weiß es tatsächlich nicht. $5.000 allein fürs Tanken. So, dann sind wir hier bei 7,5 fast. So, einmal tanken, danke für die Rechnung.
So, und ich dann einmal raus. Und dann sollte das soweit eigentlich passen. Ja, sehr schön. Okay, bevor ich die zwei jetzt bewege. Nee, wir machen das so. Okay, hier wurde gar nichts zurückgesetzt. Das ist einerseits ganz gut. Tatsächlich. So, wir machen das jetzt mal eben so. Wir fahren mit den Loks erstmal wieder zurück. Weil ich möchte euch das ersparen und hier einmal komplett runter zu laufen, um dann nachher wieder hier hoch zu laufen, nur um die Loks abzuholen. Das sollte ja jetzt eigentlich funktionieren mit dem Auftrag. Mit dem Annehmen. Annehmen. Mit dem Annehmen. So. Aber ich würde sagen, das hat super geklappt, oder? Ja, okay. Hab mir schon fast gedacht, dass das nicht so gut funktioniert hier. Mann, ist die Drehscheibe schnell. War die schon immer so schnell? Wow. Für einen kurzen Moment hätte ich gedacht, die Loks werden gleich umgeschmissen. So, jetzt muss ich relativ fix reagieren. Da wir sonst das Ding entgleisen. Wobei, der Druck muss sie ja auch erstmal aufbauen, aber der baut sich relativ fix tatsächlich auf. So, dann können wir hier vor... Ach, da ist ein Gleis. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich will hier nicht ins Grüne fahren. Aber man erkennt das Gleis kaum. So. Also, dann ab wieder auf das Durchfahrgleis und dann hoffe ich, dass wir uns endlich einen Auftrag ausruhen können. Und ich glaube, dann mache ich es tatsächlich so, dass wir kurz an der Stahlfabrik nochmal an der Farm vorbeifahren. Aber ich meine, an der Farm gab es leider nichts für die Food Factory. Wobei es da irgendwie Sinn machen würde. Gab es doch... Oh, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich tue so, als wäre das schon wieder 2-3 Tage her, aber dabei sind es gerade mal, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so her gewesen. Dass ich da war und mal durchgeguckt habe, ob es da überhaupt Aufträge gibt. War schon doof von mir, ne? Also, so richtig doof. Aber naja. Einen Doofen muss es ja geben. Und unter uns allen hier bin ich es halt. Aber dann passt das Ganze doch wenigstens. So, einmal rückwärts bitte. Mann, oh Mann, und es ist echt warm geworden, ne? Wir haben irgendwie an die 25 Grad gehabt, dann war es heute auch noch richtig, richtig schwül und so richtig komisch trocken. Trocken, sage ich schon. Also so richtig, richtig warm bei mir oben in der Wohnung. Dachgeschosswohnung. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass hier am Anfang April, fast Mitte April, es jetzt schon so heftig wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem PC hier und den zwei Bildschirmen, die hier laufen und so, ich merke es. Ich merke es langsam. Also, ich weiß noch nicht, wie ich den Sommer hier überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich es letztes Jahr geschafft habe, aber es wird interessant. Es wird definitiv interessant. Aber ich merke jetzt schon, wie es richtig schön warm wird hier schon wieder im Zimmer. Du. Das ist ein bisschen belastend, aber das kriegen wir schon alles hin. Doch, die Lok lasse ich jetzt mal laufen. Was sagt die Zeit? Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Du willst mich doch verkackeiern, oder? Moment. Damit das Ding nicht gegen die Bremse arbeiten muss. So, okay. Da wir schon bei fast einer Dreiviertelstunde sind, würde ich mal sagen, wir suchen uns jetzt einen Auftrag aus, koppeln den Zug zusammen und dann werde ich wahrscheinlich einen Cut machen. Jetzt ist in dieser Folge leider echt nicht viel passiert. Also, das tut mir echt leid, aber ich kann hier nicht irgendwie... Nee, das wird ein bisschen zu eng, glaube ich. So, Food Factory, jetzt aber. Moment, jetzt will ich kurz nochmal nachschauen. Ja, seht ihr, Ich habe mit der 004 tatsächlich schon wieder einiges an Sprit verbraucht, ne?
Mann, das geht echt fix. So, und bevor ich das Ganze annehme, kann ich mal eben die Rechnungen wegschmeißen. Die belasten mich sonst. Ich hoffe, dass das jetzt aber funktioniert. Na, super. Sehr schön. Wo soll man denn abholen hier? B1O. Alles klar. Also, meine lieben Freunde, wir hängen diesen Zug hier zusammen. FH15, der Auftrag. 546 Tonnen Zuggewicht. Zuglänge von knapp 190 Metern. Fast eine Million Dollar an Zugwert. Und wir kriegen einen Zeitbonus, oder wir haben einen Zeitbonus von 81 Minuten. Fast 50.000 Dollar ist die Bezahlung, falls wir es nicht mit dem Zeitbonus schaffen sollten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass diese 81 Minuten eigentlich ziemlich easy zu machen sind. Jetzt muss ich gerade nur mal schauen. Welches Gleis ist denn das hier? Wo ist denn hier das Schild für? Da vorne. Ich glaube, das hier müsste B1O sein. Das müsste B1O sein, weil hier haben wir einmal A, A1L und hier haben wir nochmal zwei Parkinggleise, beziehungsweise nochmal zwei A-Gleise. Dann müsste das hier unser Auftrag sein, so wie es ausschaut. Sehr schön. Ja. Ich und meine Türen. Also ich weiß auch nicht. Und da wir, wie gesagt, über die Stahlfabrik hoch zur Food Factory fahren, fahren wir natürlich wieder aus dieser Seite raus, aus der wir gekommen sind. Ich suche nämlich, ich werde dann mit der nächsten Folge dann auch so ein bisschen die Augen offen halten. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Dass wir vielleicht nochmal irgendwie einen Leerzug oder irgendwas mitnehmen, was wir dann kombinieren können. Damit wir nicht nur einen einzigen Auftrag da hochfahren. Immerhin haben wir eine DH8 dabei. Und die hätte gerne was zu ziehen. Die hätte gerne was zu schaffen. B1O. Die DH8, die will ordentlich rangenommen werden. Die will ziehen. Die will Sachen ziehen. Ne? Mit diesem einen Auftrag und diesen popligen, was waren es jetzt nochmal, 546 Tonnen. Damit mache ich die DH8 nicht glücklich. Definitiv nicht. Die braucht Gewicht hinten dran. Sonst wird es ja langweilig hier. So, welche Tür? Die Tür habe ich jetzt offen gelassen. Okay. Ich und meine Türen, ey, ohne Witz. Schlimm mit mir. Es ist schlimm mit mir. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Ach, wir haben ja gar keinen Auftrag heute gemacht. Naja, wenigstens habe ich es geschafft, endlich an den Begleitwagen zu kommen und das Zeug loszuwerden, das wir im Rucksack dabei hatten. Immerhin das. Und jetzt haben wir für die nächste Folge auf jeden Fall schon mal einen neuen Auftrag angenommen. Wir wissen so ein bisschen, wo das Ziel ist und was wir vorhaben. Und dann schauen wir doch mal, wie das dann mit den nächsten Folgen klappt. Oh, das war ein klein wenig super optimistisch. Aus dem Fenster raus sehe ich noch weniger, ne? So, und da knutschen sich die Puffer. Dann steigen wir hier mal ganz kurz aus, koppeln den Spaß doch mal zusammen. Und dann bin ich doch ganz froh, dass wir endlich mal wieder einen Gefahrgutauftrag angenommen haben. So, wie schaut's aus? FH15, du bist die FH15. Sehr, sehr schön. Wie viele Waggons sind denn das? Moment, das sind 3, 6, 9, 10, 14, 13. Wie komme ich denn jetzt auf 14? Keine Ahnung. 13 Waggons insgesamt. Wir haben die 901 am Ende. Ah, verdammt. Okay. Uno momento. Uno momento. So, du baust gerade noch Luft auf. Das ist sehr schön. Jetzt bist du fertig. Alles klar. Nein, dich lege ich nicht an. Ah, wobei. Ach, das war jetzt doof. Ist ja egal. So, jetzt müssen wir noch kurz zusammen nach vorne sprinten. Zum letzten, beziehungsweise vom Auftrag her gesehen, zum ersten Waggon, die 424. Denn an der wird höchstwahrscheinlich die Handbremse angelegt sein. Und die müssen wir natürlich noch lösen, wa? So, meine Lieben. Dann geht es aber in der nächsten Folge auf jeden Fall ohne groß Geschwafel direkt los. Versprochen. Dafür habe ich in dieser Folge umso mehr geschwafelt mal wieder. So, einmal Handbremse bitte.
So, dann schauen wir mal nach. Ist das auch die 424? Das ist die 424. Super. Alles klar. Sehr schön. So, meine Lieben. Was haben wir denn überhaupt geladen? Methan. Habe ich das vorgelesen gehabt? Ich hoffe. Also, Methan. Es sind 13 Waggons. Und die wollen zur Food Factory Gleis C6I. C6 inbound. Und dann haben wir die ganze Sache auch schon geschafft. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir irgendwie an der Farm oder am Stahlwerk oder wo auch immer jetzt eventuell nochmal einen zusätzlichen Auftrag irgendwie mitnehmen können. Und dann bekommen die zwei Loks hier auch nochmal ein bisschen was zu schaffen. Weil wie gesagt, die 500 popeligen Tonnen da, das ist ja nichts für den. Ne? Das schafft die einzige DH4 auch alleine. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen unsinnig, wenn ich dafür beide mitgenommen hätte. Deswegen gucken wir, dass wir noch irgendwas finden, was wir noch kombinieren können. So, meine Lieben, es ist eine relativ kurze Folge, aber ich habe jetzt tatsächlich noch ein bisschen was vor, deswegen mache ich jetzt schon mal Cut. Ich schaue mal, dass ich dafür dann die nächste Folge wieder ein bisschen länger mache, eine Stunde 10, eine Stunde 20 oder so. Mir wird nur jetzt gerade die Zeit ein bisschen knapp. Es wird mir sonst zu knapp. Ich mache mir lieber keinen Stress. Ich muss nämlich dann gleich nochmal los. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass die Folge, auch wenn sie so kurz ist, euch trotzdem gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.